doch gibt es viele Leute, ah ja, das Training ist schon cool, aber es ist mir zu streng. Und ich dachte es gestern wieder nach der Stunde, schon während der Stunde haben sie geklönt, ach, es ist wieder mal streng und trotzdem strahlen alle. Also das fasziniert mich so, dass einfach der Beat und so die Zusammengehörigkeit, die Familie einfach irgendwie das Training so überspielt, dass man es gar nicht merkt, dass es so streng ist. 5, 6, 7, 8. Was geht, Leute? Ich bin's wieder, Pete Ehr, und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute wieder ein sehr schöner Erfahrungsbericht mit der lieben Corinna. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Ich bin echt gespannt, was sie zu sagen hat. Und wir fangen auch direkt los. Corinna, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Corinna. Wie man gut zu hören weiß, komme ich aus der Schweiz. Ja, ich arbeite als Physiotherapeutin, habe eine eigene Praxis, habe jetzt eben auch noch ein Aktivstudio, wo ich Stunden anbiete, wo Hitabit super reinpasst. Habe noch eine Familie, zwei Kinder, zwei Hunde, Riesenhaus. Genau, und ja, Leidenschaft, Bewegung pur. Cool, ja, das hört sich schon mal gut an. Leidenschaft und Bewegung, das passt ja perfekt auch zu Hit the Beat. Genau. Und wenn ich mich so zurückerinnern kann, ich, wie gesagt, sehe ich dich zum ersten Mal. Wir haben ein bisschen auf Instagram schon geschrieben, ich habe deine Kommentare gesehen. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, bist du erst so seit 2, 3, 4 Wochen Hit the Beat Trainerin, hast die Prüfung bestanden. Stimmt das? Ja, erst seit genau 14. Februar. Cool, dann sag du mal den Leuten, was ist das für ein Gefühl, dass du das quasi erstmal bestanden hast? Wie fühlt sich das an? Mega, 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 mega. Weil ich muss wirklich sagen, ich war mal kurz davor aufzuhören. Und nicht, weil Hitabit mir nicht gefällt, sondern weil ich einfach gedacht habe, hey Corinna, weißt du was? Arbeite weiter mit der App, weil es ist zu mega cool, aber lass es sein als Trainerin. Und wann kam der Switch? Also wieso kam der Switch? Wieso hat sich dein Mindset da geändert, dass du gesagt hast, okay, doch, ich mache jetzt weiter? Hey, eure tollen Mastertrainerinnen. Nein, das war bei Level 4 und Mathilda hat mir so ein tolles und motivierendes Feedback gegeben. Dann habe ich gedacht, okay, so schlecht kann es ja nicht sein und dann wäre es ja so schade aufzuhören. Und deshalb habe ich mich dann weitergemacht, durchgezogen und Level 6 nochmal so tolles Feedback von ihr. Es kommen wirklich immer so tolle Sachen, wo du wirklich super umsetzen kannst. Natürlich ebenso auch Kleinigkeiten, Kritik, aber auch eben so viel Zuspruch und Motivation und dass du eben das, was du machst, gut machst, dann musste ich sagen, nee. Also weiter, zieh es durch und dann sehe ich mal, wie weit ich komme. Und dann bist du plötzlich Trainerin. Cool. Ja, sie sitzt auch hier im Büro. Ich werde sie nachher auf jeden Fall loben und von dir grüßen. Freut mich sehr. Kannst du mir bitte sagen, wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Wie kam zu der Idee, die Ausbildung zu machen? Ich glaube wirklich auch Instagram. Habe ich eine Werbung gesehen. Und dann habe ich eben zuerst die App und dann habe ich mit der App begonnen zu trainieren und habe gemerkt, hey, das ist voll mein Ding. Voll cool. Und da habt ihr ja auch immer den Button Trainer werden und habe ich gedacht, okay, ja, ich drücke mal drauf und schau mal, was es ist. Und dann habe ich aber tatsächlich wirklich, konnte man das Datum auswählen und ich habe dann nicht ausgewählt, weil ich es erst später wollte und ich habe gemerkt, oh, das kann ich nicht anwählen und habe mich wieder ausgeloggt. Und dann kam der liebe Mikey und hat mich am gleichen Tag noch angerufen. Und ich so, stopp mal, ich habe ja gar kein Datum angegeben. Aber hat es halt eben schon gecheckt, dass ich da mal begonnen habe. Und ja, ich war eigentlich schon nach dem Gespräch schon begeistert. Und war eigentlich da schon klar, dass ich beginne. Und früher, als ich eigentlich wollte. Cool, hört sich sehr motivierend an. Du hast schon ein bisschen über die Levels gesprochen. Kannst du die Leute mal so abholen, wie das Ganze abgelaufen ist, nachdem du dann angefangen hast? Weil du hast das Ganze ja auch online gemacht. Ich war echt
positiv überrascht und da muss ich euch wirklich ein Riesenkompliment machen. Ich meine, ich habe ja Physiobereich und auch Aktivbereich schon einige Weiterbildungen, meistens natürlich vor Ort. Und ich habe wirklich gedacht, echt, geht das? So eigentlich ein praktisches Thema online zu unterrichten, habe ich wirklich gedacht. Also irgendwie, ich habe, muss zugeben, am Anfang nicht so getraut, habe gedacht, und dann vom Niveau her, weil ihr wollt ja auch gute Trainer und nicht einfach jeder macht mal irgendwas. Und dann habe ich begonnen und habe schon gemerkt, wenn man sich schon mal das erste Mal einloggt, also es ist ja Wahnsinn, die Videos, die du und ihr alle dreht. Und ich fand es wirklich, also ob man jetzt praktisch live an Ort ist oder eben so, ich finde es super, wie es gemacht wird. Und anhand von den Levels und den Videos, ich finde es wirklich überhaupt nicht schwer, das ist sehr selbsterklärend. Und das Beste daran ist halt, wenn man gerade Familie hat, dass man es einfach selber einteilen kann. Man muss nicht da genau an dem Tag, zu diesem Zeitpunkt, sondern man kann sich das voll und ganz selbst einteilen. Und das war für mich natürlich super und wirklich spannend, diese Ausbildung zu machen. Und dann kommen eben deine tollen Mastertrainer und Trainerinnen, wo wirklich die Feedbacks wahnsinnig toll sind. Und das, obwohl sie ja dich nie live sehen, aber sie sehen jedes kleinste Detail, was du nicht genau punktrichtig machst. Sie sehen alles und das finde ich super. Weil so ist auch das Niveau wahnsinnig hoch. Und ich finde es echt toll. Ja, werde ich auf jeden Fall weitergeben. Du hast ja schon gesagt, du bist ja auch Physiotherapeutin, bedeutet, du arbeitest gerne mit anderen Menschen. Ja, genau. Was bedeutet es dir? Also warum arbeitest du gerne mit Menschen zusammen, vor allem im Bereich Sport? Ja, was ich am meisten liebe daran ist, eigentlich immer die Leidenschaft hat auch weiterzugeben, egal in welcher Hinsicht jetzt die Leidenschaft ist. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Helfersyndrom. Und deshalb ist es ein super Job. Für mich war es immer, es ist eigentlich für mich kein Beruf, es ist wirklich eine Berufung. Und ich mache es wahnsinnig gerne, die Leute zu unterstützen. Die Leute eben nicht zu unterstützen mit, ich mache dich mal gesund oder ich mache dich jetzt mal fit, sondern sie unterstützen, dass sie eben selbst den Weg dazu finden. Weil ich kann machen, was ich will. Wenn sie nachher wieder in die alten Schemas zurückgehen, dann habe ich keine Chance. Das sind dann die, die dann 10 Jahre beim gleichen Physio sitzen. Und jetzt hast du schon gesagt, Physiotherapie ist ja eher eine Art Heilmethode, Unterstützung an der Person. Und Hit the Beat ist ja wirklich etwas, was mit Bewegung eher zu tun hat. Viel mehr Pep, Feuer, Musik. Wie kamst du zu der Entscheidung? Warum hast du das mit integriert jetzt in deinen Beruf? Kommt wahrscheinlich, weil ich bin eben nicht nur Physio, ich bin ja nur Sportphysio. Das heißt, ich arbeite mit sehr, sehr vielen Sportlern zusammen, Eishockeyspieler vor allem. Und da musst du irgendwie die noch mehr rauskitzeln und die echt noch mehr müde machen, wie jetzt einfach 1, 2, 3 Übungen. Und für das ist einfach euer Level-System so toll. Also wenn ich so an Füße denke, an meine Patienten, also kommen jetzt alle in die Stunde. Ist das jetzt der super, super tolle Eishockey-Spieler, der wahnsinnig schon kräftig gebaut ist? Oder ist es mittlerweile schon fast die 60-jährige Hausfrau, wo aber das gleiche Training absolvieren können? Und das finde ich so perfekt. Eben wenn man das denkt, ist es nicht, wie du das immer sagst, es ist nicht High-Level und nur die besten Sportler können es machen, sondern es können alle. Und du kannst allen die Leidenschaft geben und in allen irgendwie entfachen, sich wieder bewegen und mit Spaß sich bewegen. Das fand ich so toll. Ich meine, ich bin früher auch leistungsmäßig geschwommen und von dem her mag ich das schon auch, meinen Körper ihn an die Grenzen zu bringen. Und doch gibt es viele Leute, das Training ist schon cool, aber es ist mir zu streng. Und
Ich dachte, gestern wieder nach der Stunde, schon während der Stunde haben sie geklönt. Aber es ist wieder mal streng und trotzdem strahlen alle. Also das fasziniert mich so, dass einfach der Beat und so die Zusammengehörigkeit, die Familie einfach irgendwie das Training so überspielt, dass man es gar nicht merkt, dass es so streng ist. Am Schluss dann schon, aber dann ist es ja schon vorbei und alle waren stolz. Von dem her war alles schon wieder gut. Cool, cool. Ja, so wie du das ansprichst, das erinnert mich auch ein bisschen an mich. Ich habe selber Eishockey gespielt, meine Mutter macht auch Hit the Beat, also passt das richtig gut. Jetzt hast du schon ein bisschen über die Teilnehmer gesprochen und ich sehe das auch in deinen Instagram-Nachrichten, dass du gerne auch mir schreibst, wie die Teilnehmer reagieren. Erzähl mal den Leuten, was war deren erster Eindruck? Hatten sie auch Angst, in den Kurs zu kommen? Musstest du sie überreden? Wie war da der Ablauf und was haben sie dann gesagt, als sie den Kurs dann gemacht haben? Ich weiß, dass du mal in einem Video gesagt hast, wenn ihr irgendetwas postet, mach nicht die schwierigsten Sachen. Und ich glaube, ich habe mich wirklich an das gehalten. Und wenn ich mal ein Video hatte ich mal, wo ich gesagt habe, nee, das sieht zu streng aus. Und da habe ich gesagt, kein Thema, ist Level 3. Es gibt noch Level 1 und 2. Das ist nicht so streng. Und ich glaube, das war das Wichtigste. Nicht ihnen zu sagen, dass es eben wahnsinnig streng ist oder irgendwie wahnsinnig kompliziert ist, sondern dass du wirklich ganz easy beginnen kannst. Und so wollten eigentlich alles schon mal einfach kennenlernen. Und es haben schon so viel gesagt, ah ja, dann möchte ich einfach mal kommen und schauen. Und die, die jetzt alle gesagt haben, ich komme nur und schau einmal, naja, die sind jetzt dann schon dabei. Cool. Und dann würde ich gerne noch wissen, jetzt wo du Trainerin bist, Hit-the-Beat-Trainerin, was ist das für ein Gefühl, vor deinen Leuten zu stehen, ihr Gesichter zu sehen, ihr Feedback zu hören? Was gibt dir das? Also was motiviert dich, daran festzuhalten und immer weiterzumachen, Kurs für Kurs, Tag für Tag? Ja, das ist wirklich das, was zurückkommt. Also das hatte ich auch schon immer als Physio und jetzt als Trainerin einfach noch mehr, weil die Leidenschaft Bewegung einfach viel mehr ist, wie einfach nur am Tisch zu stehen und wirklich das, was von den Teilnehmern zurückkommt. Also ich gebe wirklich mit einem Strahlen diese Stunde und es kommt einfach genau das gleiche Strahlen zurück. Und ich hatte jetzt wirklich noch nie jemand, der sagte, ja, ist schon cool, aber es ist einfach nicht meins, sondern es entfacht wirklich wie ein Feuer. Und wenn so eine Energie zurückkommt, als Physio kennt man es viel, dass die Energie genommen wird und du bekommst keine zurück und irgendwann magst du nicht mehr. Und im Heat-to-Beat-Training, da kommt einfach so viel Energie auch wieder zurück, das stärkt einen und man weiß einfach, hey, ich mache so viel Gutes und ich mache Gutes für mich und Gutes für die Teilnehmer. Und die Stunde ist vorbei und ich freue mich schon auf die nächste. Und so war es auch den Teilnehmern wirklich. Ich hatte eine, die hat letzten Mittwoch gesagt, hey, so cool und ich hoffe, es wird schnell wieder Mittwoch. Und dann kann sie wieder ins Training kommen. Cool, freut mich zu hören. Du sagst auch schon, wann ist der nächste Kurs, wann ist der nächste Kurs? Was sind denn deine nächsten Ziele, deine nächsten Schritte beruflich? Wie ist da dein Plan? Ja, also erstens muss ich, glaube ich, echt drauf schauen, dass ich irgendwie noch ein bisschen Physio bleibe. Nein, ich habe schon gemerkt, die Bewegung ist für mich wirklich essentiell. Und wenn ich an Stunden aufbaue vom Pensum her, weiß ich ganz genau, dass es im Aktivbereich ist und definitiv im Bereich Hit the Beat ist. Ich habe am 14. Februar ja das Zertifikat erhalten, das Feedback von Mathilda. Und ich habe dann diese Woche wirklich, also wenig, eigentlich in meinem Umfeld Werbung gemacht und konnte die Woche drauf gleich mit zwei Kursen starten. Und da habe ich gesagt, cool. Manchmal ist ja, vielleicht bin ich ein Kurs zusammen oder ja, es geht vielleicht 3-4 Wochen. Aber ich konnte gleich direkt mit zwei Kursen starten und habe ich gedacht, ja, also das kann doch nicht alles sein. Und ich habe wirklich werbungsmäßig im Dorf noch nichts gemacht, in den nächsten 2-3 Städten noch nichts gemacht
wo ich genau weiß, das wird das Nächste sein. Es sollen mehr erfahren, was für ein cooles Training das ist und nicht nur so ein kleiner Teil so um mich herum. Das ist so das Nächste, wo ich wirklich gemerkt habe, doch, ich möchte wirklich auch dazu beitragen, dass mehr Leute noch HIIT-A-BEAT kennenlernen dürfen und es mitmachen dürfen. Cool. Letzte Frage. Was würdest du den angehenden HIIT-A-BEAT-Trainern sagen, die gerade die Ausbildung angefangen haben oder vielleicht anfangen möchten oder zweifeln? Was kannst du denen auf dem Weg geben, um zu sagen, hey, traut euch, es ist gar nicht so schwer, wie ihr denkt und warum lohnt es sich? Also das Allerwichtigste ist sicher, einfach dran zu bleiben. Sich ja auch nicht zurückwerfen lassen. Ich meine, ich hatte das Glück oder ich hatte die tolle Erfahrung, dass ich das einfach durchziehen durfte. Ich habe aber mit Teilnehmern gesprochen, die vielleicht mal ein Level wiederholen mussten und sich manchmal dann zweifeln oder begonnen haben zu zweifeln, ja, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Und ich finde einfach, dranbleiben ist das Wichtigste. Und eben nicht eigentlich die Kritik aus den Feedbacks zu nehmen, sondern eigentlich das Positive rauszunehmen. Und wenn du an dem arbeitest, was sie dir sagen, dann kommt es von alleine. Also dann geht das auf jeden Fall für jeden. Cool. Ja, dann bedanke ich mich für dich, für deine Zeit, ja, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns das Interview zu machen. Falls ihr da draußen weiterhin Fragen habt zu der HIIT-A-BEAT-Ausbildung, dann könnt ihr es gerne bei mir hier in den Kommentaren schreiben oder hier im Beschreibungsfeld einfach auf den Link klicken und dann eben auch so ein Beratungsgespräch vereinbaren, wie es die Corinna gemacht hat und von Mikey angerufen wurde. Vielleicht könnt ihr dann auch einen Telefontermin vereinbaren und dort werden all eure Fragen gestellt. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos, einfach hier auch in der Beschreibung auch einfach Like drücken und Kanal abonnieren. Wir haben auch viele frische Workouts für euch. Das war's von meiner Seite, von unserer Seite. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis dann. Bye. 5, 6, 7, 8.